Ich war 12 Jahre alt. Und ich habe Zugang zu jedem möglichen Alkohol gehabt, weil zu der Zeit war das gar nicht bekannt, dass es so schädlich ist, und hat sich auch gar keiner drum gekümmert. Und wenn wir auf den Feldern geholfen haben, da gab es kein Wasser, sondern es gab Bier zu trinken, also auch für uns Kinder. Und das war vollkommen normal. Und es war auch vollkommen normal, dass man sich dann darüber amüsiert hat, wenn wir Kinder übers Feld getorkelt sind, weil die Sonne auf unseren Kopf geschienen hat und der Alkohol an zu wirken fand. Das fand man ziemlich witzig. Meine Erfahrungen und die meiner Freunde sind ganz unterschiedlich. Viele, mit denen ich da geholfen habe, sind in ihrem Leben nie abhängig geworden. Bei mir war das anders. Ich habe gemerkt, wenn ich Bier getrunken habe, wenn ich Alkohol zu mir genommen habe, war die Welt irgendwie rosiger und leichter. Und ich war viel mutiger. Und ich konnte auf einmal Dinge machen, die ich mich vorher gar nicht getraut habe. Und bei mir hat sich dieser Weg dann so fortgesetzt, dass ich dieses Glücksgefühl immer wieder aufgesucht habe. Wenn ich mich nicht mutig gefühlt habe, habe ich dann heimlich irgendwo Alkohol abgezapft und habe das getrunken. Und ich habe das bei jeder Situation gemacht, wo ich mich nicht wohl fühlte. Und es ist dann in die Gewohnheit übergegangen und es ist auch niemandem aufgefallen. Als ich dann 13 oder 14 war und in die Berufsschule gegangen bin, konnte ich auf einmal nicht mehr lernen. Ich konnte nicht mehr lernen, ohne dass ich nicht einen bestimmten Level an Alkohol hatte. Und ich habe mich morgens nicht getraut, in die Ausbildung zu gehen. Und wenn dann nachmittags der Alkoholpegel wieder gesunken ist, musste ich in der Mittagspause schnell in die Kantine rennen, mir Alkohol zuführen, damit ich an meinen Arbeitsplatz wieder zurückkehren konnte. Und jeder, der mir gesagt hat, Mensch, lass die Finger davon, du wirst abhängig, das tut dir nicht gut. Und ich habe alles in den Wind geschlagen, weil ich es auch nicht wahrhaben wollte. Weil es war ja so schön und es war so angenehm und es war so einfach. Und ich wollte diese Wirkung nicht hergeben, diese Funktion nicht. Im Grunde hat mir der Alkohol gar nicht geschmeckt, aber das, was er in mir ausgelöst hat, das war schön. Das habe ich gesucht, das wollte ich haben. Denn irgendwann mal ist dieser Dopaminausstoß vorbei. Es kommt kein Glücksgefühl mehr. Es entsteht eine Toleranz. Und ich wollte doch so gern dieses euphorische Gefühl haben, dieses vermeintlich glücklich sein. Und mit 14 oder 15 Jahren haben sich die ersten schweren Depressionen eingestellt, indem ich den Alkohol, dass er bei mir diese Wirkung nicht mehr hatte. Lass dich nicht runterziehen. Fang mit dem Alkohol nicht an.